Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen uns heute mal beim Samsung Galaxy A53 5G mit den Punkten zum Thema Akkuschonen beschäftigen. Akkuschonen ist natürlich immer eine praktische Sache, umso länger hat man was von seiner Akkuladung. Und welche Tipps ihr da beherzigen könnt oder sollt, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, wir wollen uns in diesem Video mal damit beschäftigen, wie wir unseren Akku vom Samsung Galaxy A53 5G generell schonen können. Vorab einmal vielen Dank an die Firma MySoup, die hat uns dieses Gerät hier nämlich zur Verfügung gestellt, damit wir damit unsere Tutorials drehen können. Also, es gibt verschiedenste Punkte, die dazu führen, dass euer Akku etwas länger durchhält. Fangen wir mal an mit den verschiedenen Funktionen, die so im Hintergrund aktiv sind. Da gibt es zum Beispiel WLAN, mobile Daten, Ortungsdienste bzw. Standort, 5G und solche Geschichten. Das sind alles Sachen, die man eventuell nicht permanent braucht und die man eben im Hintergrund auch mal deaktivieren kann. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, euch den ganzen Tag zu Hause aufhaltet, dann braucht ihr zum Beispiel ja nicht unbedingt die mobilen Daten, wenn ihr WLAN nutzt. Das heißt, die könnte man dann schon mal ausschalten. Genauso könnte man eventuell, wenn man ihn nicht ständig braucht, den Standort auch mal ausschalten. Das sind eben so Sachen, die kriegt man ja, wie ihr hier seht, auch wunderbar und schnell und einfach wieder angeschaltet. Genauso ist eben möglich, ja, das 5G-Netz zu meiden, sofern es bei euch so ist, dass es überhaupt nicht verfügbar ist, weil euer Gerät dann permanent auf 5G-Suche wäre. Achso, hier bin ich verkehrt. Einmal in die Einstellungen und dann müssen wir hier auf Verbindungen und mobile Netzwerke und hier haben wir schon unseren Netzmodus 5G, LTE, 3G, 2G. Wenn wir das auswählen, können wir das eben reduzieren, zum Beispiel auf lediglich LTE. Dann braucht unser Handy nicht ständig nach 5G-Netzen zu suchen, wo eh keine sind. Ist auch ein Pluspunkt für den Akku. Dann dürfte euch vielleicht aufgefallen sein, dass wir eine relativ hohe Beleuchtung hier haben, beziehungsweise eine intensive Helligkeit. Die lässt sich natürlich auch runterregulieren. Das könnt ihr auch hier oben im Kontrollzentrum machen. Hier seht ihr euren Helligkeitregler. Wenn ich da auf die drei Punkte klicke, dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, adaptive Helligkeit zu wählen, dann wird die automatisch runtergefahren. Generell muss man aber nicht so hoch die Helligkeit haben, vielleicht den ganzen Tag über. Vielleicht reicht ja so, das ist ein Gewöhnungsprozess. Natürlich angenehm ist es erstmal, wenn es hell ist, dann kann ich das alles wunderbar lesen, aber man gewöhnt sich auch an eine etwas geringere Helligkeit. Dieser orangene Bereich hier am Ende dieses Reglers, der ist nicht umsonst da. Das wäre ein Punkt zum Thema Helligkeit. Genauso könnt ihr den Dark Mode auch verwenden, den haben wir hier. Das ist dieses Symbol mit dem Mond. Dann wandelt sich jetzt das gesamte Erscheinungsbild in dunkel um und nur die Schrift bleibt hell. Das sehen wir dann zum Beispiel hier in Apps wie ja hier den Einstellungen oder wie auch immer. Und das ganze Display ist jetzt praktisch nicht beleuchtet. Alles das, was schwarz ist. Nämlich nur die Schrift wird beleuchtet und alles, was ja eben nicht schwarz ist. Das ist der Vorteil von AMOLED-Displays, dass eben... Ja, andersrum, wenn wir das Ganze jetzt wieder deaktivieren, den Dark Mode, dann kann ich es besser zeigen. Dann haben wir jetzt zum Beispiel hier in unserer Telefon-App ja jede Menge, was beleuchtet wird, wie man ja sieht. Das Ganze, was eben weiß ist. Und das kann man eben auch ja meiden, indem man den Dark Mode verwendet. Den allerdings würde ich nur, ja, wenn es wirklich dunkel ist, eben dieses dunkle Design auch anwenden. Tagsüber macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Das könnt ihr aber eben auch automatisch programmieren. Dafür haben wir auch noch ein separates Tutorial mit dem Thema Dark Mode. Das wäre eben auch noch eine Geschichte. Dann gibt es noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Vibration abzustellen. Das heißt, wenn euer Gerät bei jedem Tastendruck, bei jedem Pling, bei jedem Pong immer vibriert, das muss ja vielleicht nicht unbedingt sein. Das kann man noch abschalten. Unter dem Bereich Töne und Vibration. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel hier unten Vibrationsmuster für Anruf. Das kann man eventuell abschalten, stumm, wenn man das nicht möchte. Damit klingelt euer Telefon nach wie vor. Auch hier, wenn ihr diesen Regler eingeschaltet habt, könnt ihr den praktisch ausschalten, denn beim Klingeln muss es ja vielleicht nicht zwangsläufig immer vibrieren. Gerade in den Fällen, wo ihr vielleicht eine geringe Akkuladung habt, beziehungsweise eine lange Zeit mit eurem Akku so, wie er ist, sag ich mal, durchhalten müsst, weil ihr zum Beispiel unterwegs seid die ganze Zeit und keine Möglichkeit habt zu laden, dann sind das eben alles so Maßnahmen, die man einstellen kann. Man kann die ja danach, wenn alles wieder im Lot ist sozusagen, wenn man wieder zu Hause ist, das Ganze auch wieder umstellen. Das sind aber eben die wesentlichen Tipps, ja, für den Fall, dass ihr lange auf eure Akkukapazität angewiesen seid oder auch generell den Akku etwas entlasten wollt. Prinzipiell kann man dann noch sagen, ein Hintergrundbild, was irgendwie, ja, sich ständig bewegt, so animierte Geschichten, die fressen eben zusätzlich
zusätzlich Strom. Am wenigsten belastet den Akku natürlich eine schwarze Hintergrundfläche. Ihr könnt auch theoretisch einfach ein Foto in der Hosentasche schießen und das als Hintergrund nehmen. Dann ist nämlich eben das relativ dunkel. Auch eine praktische Sache. Und was dann noch dazu beiträgt, dass der Akku belastet wird, sind die Synchronisationsprozesse im Hintergrund. Wenn ihr zum Beispiel bei euren Mails oder anderen Messenger-Diensten oder wie auch immer eingestellt habt, dass permanent synchronisiert werden soll, um zu gucken, ob neue Nachrichten da sind, das kann man auch eben App für App abschalten. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, das dauert jetzt auch zu lange. Das sind halt Punkte, die ihr dann eben pro App auch wählen könnt. Und dann ist eben noch ein wichtiger Punkt, der auch generell dafür sorgen kann, dass euer Akku einfach langlebiger bleibt. Also jetzt nicht nur in Bezug auf eine Ladung, sondern generell, dass er möglichst lange, möglichst die Energie möglichst weit oben hält. Das ist der Fakt, dass ihr es nicht, euer Smartphone nicht zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen solltet. So wie wir das auch schwer abkönnen, zu viel Hitze, zu viel Kälte, so leidet auch euer Akku vom Handy da ein bisschen drunter. Und dementsprechend achtet drauf, dass ihr es vielleicht im Sommer nicht, keine Ahnung, auf die Motorhaube von eurem Auto ablegt, was gerade noch gelaufen ist, wo dann eventuell mal 50, 60 Grad herrschen. Das ist absolut ungesund für ein Handy und auch zu hohe Minusgrade sind auch nicht unbedingt praktisch, also legt es nicht aus Versehen ins Gefrierfach oder ja, müsst ihr sehen, welche Anwendungsbeispiele ihr da habt, aber das sind so die groben Tipps, gibt sicher noch mehr Sachen, gibt noch viele Kleinigkeiten. Ihr könnt auch generell hier einmal runterwischen und den Energiesparmodus einschalten, das ist diese Geschichte hier. Wenn ihr das anwählt, dann wird eben unter anderem erreicht, dass die Apps im Hintergrund nicht aktiv sind und ja, einfach euer Akku etwas geschont wird. Alles das, was dann unnütz ist, wird dann automatisch, sag ich mal, ausgeblendet. Das kann man aber auch eben wieder deaktivieren. Und alles, was ihr abschaltet, auch Bluetooth zum Beispiel, wer nicht permanent eine Bluetooth-Verbindung braucht, der kann das abwählen. Und ja, das sind so die groben Tipps erstmal, um euren Akku und eure aktuelle Akkuladung lange am Leben zu halten, beziehungsweise eben auch generell dafür zu sorgen, dass euer Akku etwas langlebiger ist. Ich hoffe, dass da ein paar interessante Tipps für euch dabei waren. Ihr wendet wahrscheinlich nicht alles an, aber so ein paar Sachen kann man davon ja vielleicht beherzigen. Ich mache jetzt auch nicht im alltäglichen Leben all das, aber so ein paar Sachen sind schon ganz praktisch, weil wenn man zum Beispiel kein 5G braucht oder nutzt oder gar keinen Empfang dafür hat, dann kann man das auch abschalten, wie gesagt. Ich bin auch immer ein Fan davon, die Ortungsdienste deaktiv zu haben. Ich schalte die nur ein, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie navigiere oder wie auch immer, dann brauche ich die. Oder ja, gibt noch so kleinere Beispiele auch für andere Geschichten. Guckt euch an, was davon für euch passt und dann hoffe ich, dass unsere Tipps euch weiterhelfen bzw. auch eurem Akku weiterhelfen, dass er möglichst lange bei Laune bleibt und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr über euren Daumen freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss! Das heutige Video wird unterstützt von MySwoop. Bei MySwoop könnt ihr geprüfte und gebrauchte Elektronikprodukte mit bis zu 70% Rabatt und einer Garantie erwerben. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure nicht mehr benötigte Elektronik schnell und unkompliziert zu verkaufen und vor allem euren alten Produkten ein zweites Leben zu schenken.